Servus, liebe Freunde. Wir sind wieder beim Planer Landwirtschaft hier zugange. Gucken erstmal nach allem, ob alles wieder hier läuft und tut. Also wir müssen natürlich auf Kalium achten. Ihr seht, dass auch hier schon wieder das Problem ist, dass das Kalium sauschnell runtergeht. So, da ist ein Tier krank. Das ist jetzt, wo? Sieht man leider nicht, schade. Holen aber trotzdem natürlich mal den Tierarzt. Schlachten geht im Moment nicht, besamen auch nicht, weil wir einfach zu viel Kalbfleisch haben. Deswegen gucken wir gerade nochmal. Da wird aber jetzt gleich ist gut. Am 18.05., an meinem Geburtstag, da wird dann erst Kalbfleisch geholt. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein bisschen früher noch Kalbfleisch kriegen hier. Milch geht ja auch gleich weg, das ist kein Problem. Oh, keiner will Kalbfleisch. Wenn ich da jetzt, hallo? Da will kein Mensch Kalbfleisch haben. Doch, da ist doch Kalbfleisch. Am 6. Juli, na toll, das wird immer weiter nach hinten gehen. Aber das ist natürlich auch für den Preis hier total für die Füße. Stroh, ja, geht's. Aber so jetzt hier im nächsten Bereich direkt, im April, da geht gar nichts. Bissel Hafer geht noch, das ist gut. Bissel Mais geht auch noch. Sommergerste können wir auch noch mitnehmen. Stroh geht auch. Roggen haben wir noch einen kleinen Rest übrig. So, aber mehr geht einfach nicht. Also Kalbfleisch ist im Moment etwas schwierig. Das heißt, dann lassen wir die Tiere einfach auswachsen und verkaufen sie. Kriegen wir auch Geld rein. So, hier müssen wir jetzt schon wieder so gut wie bald nachdüngen. Da warten wir aber noch ein paar Sekunden. Lassen natürlich nach Möglichkeit hier das Wachstum, soweit es geht, nach vorne schwingen. So, Hafer wurde auch fällig, Mais wurde fällig. So, die Sommergerste wurde fällig. Es kam einiges rein. Hier sind wir fast durch. Das könnte sogar... Nee, wir gehen mal kein Risiko ein. Wir düngen lieber nochmal nach, bevor die Qualität drunter leidet. Wäre echt schade. Wollen wir nicht riskieren. Besser ist das, wenn wir es so rum machen. So, und das Wachstum hier ist auch schon soweit durch. Also gut, dass wir da noch ein bisschen unsere Geräte aufgerüstet haben. Bin ja schon fast am Überlegen, aber nein. Noch einen zweiten Mähdrescher. Wird ein bisschen heftig, glaube ich. So, da haben wir auch noch ein wenig Betrieb. Ich muss nur gerade mal den Ton von meinem Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. So. Damit sind wir hier auch wieder bei. Okay, die einzelnen Geschäfte laufen. 886.000, wieder 16.000 dazugekommen. Wir haben bald die Million geschafft. Ich bin richtig froh wie ein kleines Kind. So, Wintergerste wurde auch fertig abgeholt. Ist also auch wieder etwas Platz. So, jetzt werden wir hier gleich nochmal Kalium nachdüngen. Die Frau Fischer will aber anscheinend nicht. Dann macht das eben der Herr Nackes. Vielleicht hat der Lust. Jawohl. So, wir gucken mal ins Lager. Ja, Wintergerste, klar, da haben wir noch mehr als genug. Da kann eigentlich ohne Ende abgeholt werden. Ansonsten Sommergerste sieht langsam eng aus. Roggenhafermais hält sich in Grenzen. Da kommt ja bald hoffentlich etwas Nachschub. Zumindest bei der Sommergerste kriegen wir jetzt 54 Tonnen gleich rein. Weizen kriegen wir auch die ersten 39 Tonnen rein. Das ist schon mal richtig gut. So, Stroh wurde geholt und eben kann geerntet werden, geerntet werden, geerntet werden. Jetzt geht's rund. Also einmal unsere Spezialfachfrau mit dem großen Mähdrescher. Braucht hier nur einen Tag, dann ist alles gut. Somit kommt die erste Sommergerste rein. Danach können wir das Stadener Feld ernten. Gut, dass wir noch ein paar Geräte gekauft haben. Denn ich denke mal, das wird sich jetzt langsam auszahlen. So, wir können jetzt mal kurz in die Totale gehen. Da sehen wir auch unsere Felder alle etwas besser. So, Weizen kann abgeerntet werden. Auch hier geht's jetzt rund. Das dauert ja zum Glück immer nur einen Tag. Aber wir sollten uns dann, wenn das so weitergeht, doch mal langsam Gedanken machen, ob wir personalmäßig und arbeitstechnisch hier mit den Geräten nicht doch noch ein bisschen aufrüsten. So, hier kommt jetzt unser Mähdrescher nach Hause. Das ist schon mal ganz gut. Dann kann der nämlich gleich hier, sobald er gleich da ist, auf das nächste Feld gehen. Gehen wir erstmal hier oben auf das große. Dann ist das auch schnell erledigt. Das macht die Frau Fischer bitte. So, einmal auf die schnelle Ernten. Hier können wir schon die ersten Strohballen pressen. 25 Tonnen Sommergerste haben wir jetzt in unserem Lager drin. Das hat sich schon mal richtig gelohnt. So, und hier habe ich ja extra zwei Ballenpressen gestartet, damit wir hier auch die einzelnen Felder schnellstens abarbeiten können. So, Sommergerste füllt sich wieder schön. Das ist optimal.
Das klappt richtig gut. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, hier wird gearbeitet, hier wird gearbeitet, hier können wir gleich die Strohballen einsammeln, hier können wir Strohballen pressen, da oben können wir weiter abernten. So haben wir, glaube ich, das optimale Multitasking hier am Laufen. Zumal ja auch hier die Frau Fischer deutlich schneller ist mit dem Mähdrescher als da oben der Kollege. Ne? So, die ist wieder auf dem Weg nach Hause, bringt uns jetzt den ersten Weizen, und zwar genau 24 Tonnen kriegen wir rein. Oh, Termingeschäft Roggen, das ist gut, kam dann auch gleich rein. So, wir ernten hier das nächste Feld ab, starten das natürlich sofort. Und jetzt haben wir schon den Vorteil, denn die Strohballenpresse beim ersten Feld ist ja noch gar nicht fertig. Zum Glück haben wir uns einen zweiten Satz gekauft sozusagen, können nämlich jetzt hier mit der zweiten Ballenpresse ganz gemütlich schon mal losfahren. Mit dem richtigen Traktor dazu. So. Und jetzt geht's rund. Ne? So ist das doch gar nicht mal verkehrt. Drei Leute im Einsatz, das ist richtig schick. So, wir gucken mal, was ist eigentlich im Kuhstall los? Da tut sich natürlich im Moment noch nicht viel, außer dass hier gleich noch ein paar Tiere sozusagen fertig werden. Ja, vielleicht dann doch eher verkaufen, weil Kalbfleisch ist im Moment etwas mager. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht da doch ein bisschen mehr Geld rausholen, wenn wir hier ganz einfach die ausgewachsenen Tiere dann verkaufen. Eben kam der nächste Nachwuchs. Ernte ist fertig. Auch da könnten wir jetzt schon Strohballen pressen. Klappt aber noch nicht. Da warten wir, bis der Kollege fertig ist. Aber wir haben den ersten und zweiten Satz Weizen hier drin. Das ist natürlich optimal. Da können wir auch gleich mal schauen. Ich speichere aber vorher zur Sicherheit nochmal ab. Im Handelsmarkt der erste Weizen. Wann kommt der erste Weizen zu einem guten Preis hier bei uns? Jetzt will keiner mehr Weizen haben. Ich lache mir ja einen Ast. Was ist denn hier los? Stroh geht sowieso. Hier ist der Weizen. 5,68 Euro. 4,60 Euro. 4,93 Euro. 4,51 Euro. So, Wintergerste haben wir auch mehr als genug. Können wir alles annehmen. Sommergerste haben wir auch gerade eingefahren. Können wir dann auch alles einnehmen? Ja, warum nicht? Silage müssen wir ein bisschen warten. Da haben wir nicht mehr viel. Roggen ist auch mau. Mais, Dito. Kalbfleisch, ja, da sollten wir auch nochmal gucken. Aber bei dem Preis will ich noch nicht zuschlagen. Wir nehmen mal dieses Großaufgebot an Aufträgen an. Das bringt uns jetzt, denke ich mal, das Geld, was wir noch brauchen, um hier den Großstädterrang endgültig abzulegen. Mal schauen, wann das funktioniert und wie schnell das funktioniert. So, die erste Strohballenpresse ist hier fertig. Das ist gut. Dafür ist natürlich die Top-Ansicht optimal hier. So, jetzt können wir nämlich hier schon mal den ersten Jungen losschicken, die Strohballen einsammeln. Denn auch da ist ja unser Lager, na, man sollte die Zugmaschine vorne hinpacken, ganz schön gefüllt. So, und hier können wir die nächsten Strohballen gleich pressen, weil der Kollege da unten auf dem Ehrener Feld, der braucht da noch ein bisschen. Deswegen gut, dass wir zwei Maschinen haben. Da kann auch die Frau Fischer schon mal ein bisschen Gas geben und schon sind wieder alle im Einsatz. So muss das laufen. So, jetzt gehen wir wieder mal auf unsere Ansicht. Kuhstall, ja, da ist richtig was los. Wir haben hier richtig viele Tiere. Da können wir aber erstmal noch nichts machen, denn im freien Verkauf, Kalbsfleisch, 57 Cent, ne, das lohnt sich nicht wirklich. Da werden wir mal ganz dezent drauf pfeifen. So. So, Strohballen sind gleich eingesammelt hier unten, das ist gut. Ich hoffe, der Kollege kommt da auch gleich zurück. Dann können wir nämlich hier unten schon gleich pflügen und die Saatbett-Kombi wieder reinschicken. Da ist er schon im Anmarsch, der junge Mann. Oder wer war das? Oder war das die Frau? Oder keine Ahnung. Nee, so, jetzt. Pflügen ist angesagt. Nee, das war der Herr Nackes. Also doch, der junge Mann. Also pflügen wir mal gleich hier mit Schwung hindurch. So, da können wir gleich die nächsten Strohballen einsammeln. Ihr seht, das ist Multitasking pur. So wird man ein erfolgreicher Landwirt, alles koordinieren und dann schnellstmöglich hier in die Puschen bringen. Okay, dann kann es nämlich hier gleich mit der Neueinsaat losgehen. Ah ne, Saatbettbereitung fehlt noch. Genau, Saatbettbereitung. Wir spulen mal ein Eckel vor. So, lassen hier jetzt mal die Strohballen einsammeln, denn es tut sich richtig viel. Wir haben hier Nachwuchs gekriegt, 17 Tonnen Stroh, genau, 17 Tonnen Stroh haben wir eingeholt.
Da kommt jetzt das nächste Stroh rein. So, hier der Pflug, der braucht noch ein bisschen. Da wäre also zum Beispiel noch eine gute Option, einen zweiten Pflug zu kaufen. Einfach um etwas schneller hier vorwärts zu kommen. Der kostet 1000, das werden wir verkraften. So, und wo? Oh, Wintergerste und Milch, optimal, kommt wieder Geld in die Kasse. So, ja, der Herr Trombach braucht sich nicht zu zieren, er wird trotzdem gleich hier fahren dürfen. So, der kleine Triebflug, einmal den Herrn Trombach bitte in den Traktor und los geht's. Der braucht nämlich 3 Tage, da geht's nämlich auch schon rund. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich noch Personal. Jetzt bräuchten wir noch Personal. Wie machen wir das? Wir haben jetzt Personal, obwohl der ist mit Pflügen gleich fertig. Die ist mit Strohballen einsammeln auch gerade fertig. Dann schicken wir sie hier schnell zur Ernte. Das ist in einem Tag erledigt. Weil, wie gesagt, mit Personal will ich noch nicht so zwingend was machen. Halt, wir können auch wieder auf Play gehen. So. Und jetzt haben wir eh 2 Stück schon am Pflügen. Das heißt, hier können wir sowieso noch nichts machen. So, 10 Tonnen Stroh sind wieder drin. Ihr seht Stroh. Aha, da tut sich was. Sommergerste hat sich was getan. Im Weizen hat sich auch was getan. Das ist auch schon mal sehr gut geworden. Und als nächstes, denke ich, werden wir, was das Ansehen betrifft, mal gucken, ob Sommergerste nochmal geht. Obwohl, die haben jetzt nochmal gleich 28 Tonnen, brauchen wir nicht. Dann sollten wir uns auf den Bereich Roggen, Mais, Silage und Hafer nochmal konzentrieren. Weiß aber nicht, ob wir das jetzt in dieser Folge noch hinkriegen. Wir müssen jetzt erstmal hier noch die Saatbett-Kombi durchjagen. Dauert 2 Tage, okay, ist machbar. Mal schauen, Moment, Zeit haben wir ja noch. So, Sommergerste, 27 Tonnen eingenommen. Hier können wir gleich pflügen. So. Einmal den Pflug hier rüber, einmal den passenden Traktor hier rüber und gleich bitte loslegen. Hier oben der Pflug ist gleich fertig, der geht dann gleich rüber aufs Bliesdorfer Feld zum Strohballenpressen. Ich hoffe, dass der Kollege gleich reinkommt. So, Sommergerste 27 Tonnen. Ihr seht, hier hat sich ein bisschen was getan. Das ist optimal. So, und Kalbfleisch wurde geholt. Kalbfleisch ist doch für uns das Zeichen des fröhlichen Schlachtens. Ich schlachte aber jetzt mal gucken, wie viel wir wegkriegen. Nach Möglichkeit die Tiere, die noch am jüngsten sind, noch nicht so weit ausgewachsen. Falls wir nicht alle wegkriegen, so wie hier, können wir die 4 nämlich dann verkaufen. Ich denke, so ist das von Vorteil. Wir starten natürlich hier wieder mit den Kühen, die die wenigste Produktion bringen oder gar keine. Das ist natürlich nicht so besonders gut. Hat aber jetzt gleich wieder Wirkung gezeigt. Optimal. So, Strohballen pressen. Die nächste Einnahme ruft Traktor. Und einmal den Kollegen 4 Tage brauche. Na gut, ist ja auch kein Problem. So, Aussaat Sommergerste. Gut, dass wir das gemacht haben. Die ist nämlich jetzt schon nicht mehr möglich. Kurz noch mal im Lager gucken. Wo brennt's? Wo ist es am wenigsten? Der Roggen. Also werden wir mal hier den Roggen ansehen. Das kann mal hier der Herr Trombach erledigen. Das kann hier mal der Herr Trombach erledigen. So. Die nächste Sämaschine. Den Traktor und einmal bitte starten das Ganze. So, wenn hier der vom Pflügen fertig ist, ne, dann können wir den gleich hier oben zur Saatbettbereitung schicken. So langsam kriegen wir das hier wieder in den Griff. Was sagt unser Rang? 886.000. Es fehlt nicht mehr viel. Sollte also bald erledigt sein. Und hier haben wir 400.000 Euro. Ja, da ist jetzt die Frage, was macht man denn mit so viel Geld? Das ist ja wirklich Wahnsinn. So, dann lassen wir hier unten die Saatbettbereitung laufen. Geht auch, ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Geht sogar noch einen Ticken schneller, weil das Feld ja deutlich kleiner ist. So, ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen, um hier alles soweit noch hinzukriegen. Perfekt. Jetzt können wir auch hier die Saatbettbereitung in den starten. Tatsächlich ist ja gerade fertig geworden. Da ging ja ratzfatz. Optimal, so halt. Hallo. Wieso? Den dahin, Saatbett vorbereiten. Hier unten gleich aussehen. Da gucken wir jetzt mal, wir hatten hier den Roggen hingesetzt. Das heißt, wir können jetzt sogar nochmal Weizen ansehen, der ja sehr viel Geld gebracht hat und das auf dem kleinen Feld. Ich glaube, das werden wir mal machen. Es ist ja erst Mai, da haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit, was zu verdienen.
Notfalls bauen wir vielleicht nochmal das ein oder andere Weizensilo auf. Da müssten wir mal gucken. Ja, sollte aber jetzt nochmal reichen. 26 Tonnen Roggen bringen uns ja auch fast an die Grenze. Das ist gut. Das heißt, wir werden danach mal gucken, dass wir einmal Hafer noch einsehen und einmal den Mais noch machen. Und danach gucken wir, ob wir im Bereich Silage noch was erledigen. Ja, so füllt sich alles ruckzuck wieder auf. Wir sind aber eigentlich schon wieder durch. Das ist natürlich hier ratzefatz gegangen und wir sind auch richtig gut hier in der Vorarbeit. So, Strohballenpressen ist fertig. Die sammeln wir noch schnell ein. Das sollten wir noch in die Folge unterkriegen. Na, jetzt habe ich hier die Milch im Weg. 2 Tage, ja, das passt. Gut, dann können wir hier oben eventuell auch gleich noch einsehen, beziehungsweise aussehen. Da gehen wir mal auf den Mais. Das sollte halt... Die wollte ich haben und die wollte ich haben. Das dauert ja auch nicht lang. 3 Tage ist also auch schnell erledigt. Dann haben wir nämlich alles soweit schon wieder vorbereitet. Spulen wir noch ein Stückchen vor. Das Pflügen hier machen wir dann in der nächsten Folge. Sommergerste wurde geholt. 19 Tonnen Stroh schon wieder eingelagert. Das ist auch schon fast wieder voll. So, jetzt kommen wir hier nochmal 15 Tonnen Weizen dazu. Da sind wir bei 52. Das passt perfekt. Hier haben wir den Roggen mit 26 Tonnen. Der geht hier auch auf 37 hoch. Das ist auch optimal. Hier oben rechts haben wir jetzt den Mais gestartet. Da hoffe ich, dass der Kollege gleich da ist. Dann sehen wir auch hier, was rauskommt. Da kommt er angefahren. Wunderbar. Nämlich 24 Tonnen, dann sind wir auf 38. Das passt auch. Und dann können wir uns gleich oder in der nächsten Folge hier beim Bliesdorfer Feld um den Hafer noch kümmern. Dann ist der nämlich auch noch soweit wieder aufgefüllt. Dann haben wir alle Lager voll. Weizen wurde schon wieder abgeholt für 6.000 Euro bei 1.500 Kilogramm. So macht das Spaß. Rang Großstädter 886.000. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Speicher ab, sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Tschüss.